Ich gebe ja zu, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich nun wieder zu Wort melde, nachdem ich vollmundig angekündigt habe, dass wir etwas wegen dieser wunderbaren GIS-Briefe machen werden. Nur, es hat einen Grund, warum das etwas länger gedauert hat. Es ist nämlich so, dass die GIS ihre Briefe verändert hat, auch den Inhalt der Briefe verändert hat. Die Rechtsgrundlage hat sich nicht geändert, aber die Briefe haben sich verändert. Es ist nicht mehr so martialisch fordernd, weil sie wahrscheinlich drauf gekommen sind, dass es falsch ist. Dazu muss ich aber einen relativ ausführlichen Vlog machen und heute Abend werden wir, ich gehe davon aus, dass der Höllwort dabei ist, ich ist noch nicht ganz sicher, weil der derzeit auch sehr viel um die Ohren hat, Ihnen ganz genau erklären, euch ganz genau erklären, was denn mit diesen wunderbaren GIS-Briefen auf sich hat. Ich meine, mittlerweile, also ich kann das zeigen hier, mittlerweile, das ist der alte GIS-Brief vom 6.10., ja, mittlerweile wird er ein bisschen anders verschickt, schon nur mal mit dem Bundesandler. Warum, was das für Hintergründe hat und warum der Ton sich geändert hat, das heute Abend in unserem Vlog zum Thema GIS-Brief und was zu tun ist. Es wird ein spannender Vlog werden, weil ich mich nicht nur beschäftigen werde mit der Frage, was machen wir jetzt mit diesen GIS-Briefen, sondern was ist eigentlich die Rechtsgrundlage dahinter? Und es wäre nicht Österreich, würde man bei der genauen Analyse der Rechtsgrundlage der Gesetze dazu nicht auf unfassbare Abgründe stoßen. Das heißt, seid gespannt, teilt es heute Abend. Ich kann die Uhrzeit noch nicht ganz genau nennen, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wann wir on air sind. Aber heute Abend wird definitiv der Vlog zu den GIS-Briefen, mittlerweile Mehrzahl, weil es gibt mehrere Versionen, geben. Bis dahin, viel Spaß, schönen Nachmittag und bis später.